glaube, es gibt auch noch ein zweites Bonfire, was ich gleich holen werde. Das habe ich auch relativ spät erst entdeckt. Oh Gott. Das ist wie nervig. Jetzt ist er dort unten, oder was? Komm mal her, hier. Ja, Gargoyle. Fliegende Gegner in irgendwelchen Dächern da oder unter irgendwelchen Dächern ist natürlich jetzt nicht so prall. So, du stirbst jetzt. Mann. Ich dachte, das hätte ganz gut geklappt jetzt, aber naja. Mein Gott, da tut er sogar Feuer spucken, beziehungsweise Blitze. Arschlecken. Naja, müssen wir es halt auf die harte Tour machen hier. Das Vieh nervt jedenfalls ganz schön hier. Oh, fuck. Was macht der hier? Ach so, seinen blöden Schwanz hat er auch noch hier. Kriegel. Ja, warte, jetzt reicht's mir. Ich habe genug gesehen. Oh, fuck. Mir reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Warum ist der so schwer? Ich glaube, der andere war einfacher. So, darf's jetzt endlich. Oh Mann. Ich sehe schon, ich bin viel zu. Ah, endlich. So, ich bin viel zu ungeduldig schon wieder. Oh, Gargoyle Shield. Den hatte ich, glaube ich, letztens. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Wir werden es gleich rausfinden. Er hat gute Immunitäten, allerdings, naja, ich weiß nicht. Physikalisch 85, ich bin kein Freund von irgendwelchen Schilden, die jetzt physikalisch, ja, halt nicht hundertprozentig blocken. Bin ich kein Freund davon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier unten noch irgendwas... Ich glaube, hier unten ist das Bonfire, wenn ich mich nicht irre. Oder? Oh Gott, ist viel zu lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe auch keine Ahnung, was hier unten jetzt ist. Ach, ich glaube, hier unten ist der Kathedraleneingang, ja. Ja, da werde ich später reingehen. Werde ich dann später mal machen, muss ich jetzt noch nicht machen. Hier unten ist der Zugang zu einem geheimen Level auf jeden Fall. Aber man kann den, glaube ich, noch ein Stück weiter runterdrehen, diesen Turm. Und dann müsste man unten irgendwann mal an einen Bonfire kommen, wenn ich mich nicht irre. Also, wie gesagt, das habe ich relativ spät erst rausgefunden, dass hier unten ein Bonfire ist. Kann man sich natürlich ein bisschen Weg sparen. Ich weiß bloß nicht, in welche Richtung ich den drehen muss. Ich glaube, die Richtung. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, der geht jetzt nicht wieder nach oben. Ja, geht nach unten. Sehr schön. So, dann kann ich mich jetzt das Bonfire hier unten aktivieren. Obwohl das eigentlich... Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht, das Bonfire hier unten. Mal gucken, ob ich da überhaupt jetzt hinkomme hier. Ja, ich komme jetzt hin hier. Genau. Genau hier wollte ich hin. Perfekt. So, sehr schön. Also das habe ich, wie gesagt, relativ spät rausgefunden erst hier. Ring of the Suns Fürstborn. Da weiß ich jetzt gar nicht, was der macht. Probieren wir mal. Langsam kriegen wir hier ein paar ordentliche. Ah, Miracles, okay. Benutze ich nicht, brauche ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall das Bonfire hier anzünden. Werde ein Level abmachen. Werde es gleich kindeln, das Feuer am besten. Damit ich halt, wenn ich sterben sollte, dann wenigstens meine 10 Humanity hab. Meine 10 Estus Flasks hab. Ja. Kindeln. Menschlich bin ich zum Glück noch. Gott sei Dank. Hab ich noch von meinem letzten Endgegner noch, dass ich da verschont worden bin zum Glück. Ah, ich kann doch kein Level abmachen, okay. Ich könnte jetzt noch ein paar Seelen nehmen, aber. Soll's. Ich lasse das erstmal jetzt alles, wie es ist. Es müsste hier eine Alles-Reparieren-Funktion geben. Ey. Das wäre schon mal ganz gut. So, wie gesagt, wir sind jetzt safe. Wir können jetzt hier hochgehen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich muss mal gucken, wie das jetzt überhaupt geht hier. Ob ich jetzt... Ja, ich werde sehen gleich, wie ich langlaufen muss jetzt. Ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall noch den Mörder von der Firekeeper Soul auf jeden Fall finden und wahrscheinlich hoffentlich zur Strecke bringen bei Zeiten. Ich weiß, dass der Kampf, den habe ich einmal mitgemacht, der ist ziemlich nervig gewesen, der Kampf.
Ja, ich muss jetzt nochmal drehen hier. Zum Kotzen. Zum Kotzen. Das ist das Problem an dem Bonfire jetzt. Dass man wirklich fast genauso weit rennt, wie wenn man jetzt da hinten irgendwo wieder geboren wird. An der anderen Stelle. Weil man hier erst drehen muss dann. Dass er wieder hochfährt. Ja. Das ist halt so das Problem hier. Ich weiß nicht, ob es schneller geht jetzt, wenn man sterben sollte. Wir werden es wahrscheinlich eh rausfinden gleich. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein Stück weiterlaufen jetzt. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ja, nee, falsche Richtung. Sehr schön. Dahinter müssen wir nämlich. Auf jeden Fall kommen hier ein paar ziemlich fiese Stellen, das kann ich euch schon sagen. Oben seht ihr schon einen neuen Gegner. Oh Mann, ich könnte jetzt schon kotzen. Naja, mal gucken. Gucken, wie wir es schaffen. Ich denke, wir haben ganz gute Karten. Sollte ich sterben, sterbe ich halt. Ich meine, es ist Dark Souls. Es ist keine Schande, denke ich mal, zu sterben hier. So, an den Viechern am liebsten, am besten vorbeirennen. Au, der trifft mich natürlich. Hier am besten, wie gesagt, vorbeirennen. Die kommen nicht hinterher hier, Gott sei Dank. Ich gucke groß gerade, ob hier was liegt. Ja, der bleibt hier. Oh, da kommt doch hinterher, der Kriebel. Oh, Mann. Warum? Da habe ich mich verschätzt. Habe ich mich verschätzt. Okay. Dann musst du halt sterben. Wie deine Kolleginnen oder Kollegen. Oh, Mann, ich hasse es immer, wenn ich keine... Was macht der hier? Ist der besoffen? Naja, wie auch immer. Dann stirbst du halt. Gange, sehr schön. Das Blöde ist, die Gegner kommen immer wieder. Also da kann man nicht unbedingt jetzt drauf spekulieren, dass die nächstes Mal weg sind. Die größeren Nervensägen sind auf jeden Fall die hier unten. So, und da werde ich jetzt mal mein Schild wechseln. Gegen ein Blitzschild. Blitzverzauberten. Was nehmen wir denn da mal? 95 Eagle Shield kann ich nehmen. Ach Mann, was nehmen wir denn da mal? Gute Frage. Ich habe nicht wirklich ein Schild, was blitzresistent und... Ja, ich könnte... Nee. Ich glaube, der Eagle Shield ist noch am besten hier. Das ist ja auch mein erster Schild, den... Ah, ich habe die Stärke nicht dafür. Das ist ärgerlich. Ach, Mann. Was mache ich hier? Ich könnte den Gargoyle Shield nehmen. Ich glaube... Nee, da habe ich die Stärke, glaube ich. Im Vergleich zu meinem restlichen, den ich habe hier... Wie gesagt, man muss immer mal ein bisschen switchen hier. Ich glaube, ich behalte mein Schild. Kriege ich halt den scheiß Schaden. Was soll's. Wenn ich Glück habe, fallen die A-Klein links runter hier. Tschüss. Und weg mit dir. Sehr schön. Das hat ja schon mal geklappt. Ich glaube, die hinterlassen eh nichts. Von daher. Ja. Yep. Und die sind auch ziemlich dämlich, muss ich sagen. Also... Nicht die allerhellsten Gegner auf jeden Fall. Aber wir finden eh gleich hier ein neues Bonfire hier. Gott sei Dank. Ja, alle drei runtergefallen. Sehr schön. Wie sich das gehört. So, wie gesagt, die Stelle ist noch nicht so schwer jetzt. Aber es kommt gleich noch zwei schwierigere Stellen. Hier bitte schön versuchen, die einfach rauszulocken am besten. Das ist auch ziemlich nervig hier. Ich glaube, einer tut eh meistens sich selbst töten dann irgendwann mal. Ich glaube, der eine wird hinten bestimmt gleich runterfallen. Sollte er zumindest. Das Problem ist bloß, ja. Bitte lass den einen jetzt runterfallen. Oh Mann. Okay, trinken wir. Ah, jetzt fällt er runter. Sehr schön. Oh Mann. Ja, und hier ist schon das Problem, was ich vor uns meinte. Dieser eine Penner hier, der tut uns schon mit Pfeilen beschießen hier. Und wenn er hier zwischen den und den Pfeilen kommt hier, dann gute Nacht. So, von daher sage ich immer... Jetzt reicht's mir aber langsam hier. Meine Fresse, ist es viel nervig. So. Ja, unser Problem lauert jetzt da oben, wie ihr sehen könnt. Den kann man jetzt versuchen mit Pfeilen zu beschießen, aber ihr werdet höchstwahrscheinlich eh nicht treffen, beziehungsweise der würde euch eher treffen. Von daher müssen wir jetzt einfach versuchen, hier so schlau wie möglich zu sein. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier an der Stelle mehrmals versterben. Es ist wahrscheinlich
oder ziemlich unwahrscheinlich, dass ich das jetzt beim ersten Mal schaffen werde. Das ist eine richtig beschissene Stelle. Von daher wünscht mir Glück, dass ich jetzt eine gute Gelegenheit bekomme hier. Wie gesagt, hier seid ihr noch sicher. Am besten wartet ihr einfach, bis der fertig ist mit Schießen hier. Lauft dann hoch und lauft ohne Unterbrechung gleich. Oh Mann, sind die nervig. Ich denke mal, hier werde ich wahrscheinlich auch ein paar Sachen rausschneiden. Dann hört auch mal wieder auf hier. Danke. So. Es ist keine Schande, hier zu sterben, wie gesagt. Erstens in dem Spiel generell. Und vielleicht schaffe ich es, vielleicht auch nicht. Ja. Erstens zieht das ordentlich ab hier. Oh, fuck. Es sieht gut aus bis jetzt, muss ich sagen. Sieht echt gut aus. Ich muss jetzt bloß schaffen, hier möglichst nicht runterzufallen. Beziehungsweise den Typen hier. Oh Mann, ich krieg von hinten die Jacke voll hier. Ja, ich merk schon. Okay, machen wir es anders. Better safe than sorry, sage ich immer. Bitte nicht treffen. Oh Gott. Leck mich am Arsch. Also ich habe die Schnauze ziemlich voll gerade, aber ich glaube... Ich glaube, sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, ich hoffe, der Typ stirbt jetzt. Oh Mann, das hatte ich auch noch nie. Also es gibt immer wieder ein paar neue Sachen hier. Ich hoffe, der Typ steht jetzt nie wieder da oben, wo er vorher stand. Nein, das ist schon mal gut. Der Fehler ist jetzt bloß, ja, der steht jetzt da hinten. Und hängt da hinten fest, wie es aussieht. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß nicht. Soll ich mit Pfeil und Bogen nochmal beschießen? Er wird bestimmt gleich wieder kommen jetzt mit seinem blöden Scheiß. Da hinten ist nämlich noch der andere Bogenschütze, der wird mir in den Rücken schießen, wenn ich Pech hab. Ich muss es jetzt einfach trauen hier. Also ich muss es jetzt machen hier. Vielleicht krieg ich ihn tot, vielleicht auch nicht. Gott sei Dank. So, Arschlecken, abhauen. Au. Oh fuck, leck mich am Arsch, hab die Schnauze voll. Oh Gott, ich hab's beim ersten Mal geschafft, unglaublich. Arschlecken jetzt, durch und weg. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt beim ersten Mal schaffe, vor allen Dingen auf so eine Art und Weise noch. Das ist echt, ich bin echt gerade ein bisschen happy, da bin ich ein bisschen stolz auf mich jetzt hier. So, nicht das Bonfire vergessen hier. Oh Mann, leck mich am Arsch, ey. Das ist echt... Boah, Mann, Mann, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass es beim ersten Mal klappt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Aber wie gesagt, der Schlüssel zum Erfolg ist auf jeden Fall, dass ihr zu dem Typen versucht, einfach hinzurollen. Weil wenn ihr lauft oder so und selbst wenn ihr blockt, habt ihr keine Chance. Also wenn ihr blockt, werdet ihr wahrscheinlich runtergekickt. Von dem engen hier Sims da oder von diesem Vorsprung da. Nennt wie ihr es mögt. Ja. Und dann werdet ihr in den Abgrund fallen und sterben. Ja, oder ihr werdet halt vom Fall getroffen. Spätestens 2, 3 Falltreffer seid ihr auch tot. Ja, und das ist nicht schön. Das kann ich euch sagen. So. Kindeln, sehr schön. Haben wir wieder wenigstens 10 Estus Flasks hier. Und jetzt sind wir eigentlich auf einer ganz guten Stelle. Jetzt kann uns eigentlich erstmal nicht mehr allzu viel passieren. Wir werden noch mit Solaire reden hier. There you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. Nee, nee. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. So, ich glaube, der hat noch einen ziemlich zweideutigen Kommentar hier. I think you have feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't hear that. Ich glaube, er hat sich gerade geoutet. Ja, er hat sich geoutet, glaube ich. Naja, wie auch immer. Ist scheißegal. Auch in Dark Souls gibt es Homosexualität wahrscheinlich. Oder angedeutet zumindest. So. Ja, wir können jetzt hier ein Stück weiterlaufen natürlich. Also wir sind jetzt erstmal relativ sicher. Ich meine, die Gegner hier sind wirklich sehr schwer, aber man kann jetzt immerhin nicht auf extrem dumme Art und Weise sterben. Dafür gibt es jetzt hier jede Menge schwarze Ritter.
ziemliche Arschlöcher. Komm mal ein bisschen mit hier, die Kiste ist mir ungeheuerlich hier.